geh mal zum Tor, film mal Richard. Mach mal die Back von hinten Kamera. Ah, verdammt! Wirklich? Ich hab schon wieder Puls. Hab ihn kommen sehen. Was bitte? Das war doch gescheatet. Digga, der hat einen Cheat eingeheben. Komm, wir machen mal Torwarttraining. Und ich werf sie dir unten links und unten rechts hin. Und du wirfst sie hin, ja? Sehr gut. Ja, Tor. Linie, du Idiot. So geht das nicht. Du musst dir Mühe geben, mein Lieber. Wir zählen hier alle auf dich. Verstehst du das? Ja, ja, klar. Los jetzt. Komm jetzt. Du zeigst jetzt, was du kannst. Du hast gelernt in der Schule im Osten. Komm jetzt zu uns denn! Komm, Richard, jetzt hier wie mit Torschuss! Ach, Mann! Ich kann das halt nicht mehr. Ist vorbei, ich bin zu alt für den Scheiß. Damals erste Liga gespielt. Ist doch gut, erste Liga, oder? Ist das gut? Champions League Finale gewonnen. Aber das war vor 10 Jahren, Digga. Richard! Richard! Komm, Richard! Komm! Oi! Mann, ich will nicht abschalten! Du musst doch mehr schalten, Bräu! Schneller schalten! Wofür trainieren wir eigentlich? Ey, wirklich, du gibst dir alle für den Scheißverein und dann kommt der da um die Ecke. Edgar Davids aus dem Osten. Oscar Davids! Ey, zeig mal Oscar Davids, zeig mal deine Brille. Wisst Bescheid. Sieht gut aus! Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Naja, Kraftsport erst heute Morgen. Aber ich mache nie Ausdauer. Also ich mache woanders Ausdauer. Hält sich aber auch in Grenzen. Gian, also ich habe bisher den einzelnen Lattenschuss getroffen. Leider war er natürlich nicht auf Kamera. Hat die deine gesehen? Ist ja nicht so schlimm. Ich mach dir drei Schüsse, drei Lattenschüsse. Einen habe ich noch. Den treffe ich drei hintereinander. Du hast schon drei. Waren schon drei? Ja. Komm, ich mach noch einen vierten. Gib mal her. Puls 180. Hey, drück mal in meinen beiden Schultern immer hier so rum. Und andere Seite. Hier rein? Ja, ja, ja. Dann machen wir das mal genau das gleiche bei der anderen Seite. Ja, auf der Seite tut's weh. Dann sorgen wir dir mal. Entzündet. Schauen wir mal, wo sind wir morgen? Dann sorgen wir dir mal was für oder so. Oh, Schulter. Halt mein Mikrofon sonst immer rechts und mach mit links immer Eskalation. Kann ich aber nicht mehr machen, weil die Schulter entzündet ist. Kann nur mit links halten und mit rechts. Links tut schon weh. Okay, wir können ja wieder Pokémon tauschen mit dem anderen Account. Nein, fick dich, ey! Bitte! Nein, Pepe! Bezahl dich einfach nicht. Kannst du ihn ja bezahlen. Flo, warte doch mal jetzt. Flo! Pepe! Flo! Ey, Flo! Gehst du bitte in dein Backstage? Alles mein Backstage. Wir möchten die Artists. Schlupf hat aber eine Landkarte. Genau, schmied dir drauf, kannst du auch einen Schwanz machen. Kannst du ihn bitte einschmieren? Ja, wie gesagt, alter Pokémon bin ich echt ein Motherfucker. Was hast du gerade geschafft? Ich hab grad online gekämpft in der Liga, wieder 5 von 5 Sieger, Alter. Also ich bin online PvP-Kämpfer, bin ich halt wirklich echt gut bei Pokémon. Du wolltest viel mehr spielen, ehrlich gesagt, auf Tour, aber gestern hatte ich als abends ein bisschen gespielt. Jetzt nehmen wir rüber kurz Handy ranladen und dann machen wir Ansagen. Das ist, guck mal, iPhone, ich mag iPhone, kein Spaß, ja, ich finde iPhone cool. Warum kriegt das iPhone nicht hin, dass man alle Tabs auf einmal schließen kann? Das ist der größte Nachteil am iPhone. Du hast 5 Millionen Tabs offen und willst die ganzen Tabs löschen, kannst du aber nicht, weil du immer... Warum haben die nicht so weit alle Tabs auf einmal löschen? Da muss iPhone auch mal anfangen. Also jetzt... Die Security-Besprechung? Hier oben, NH-Sicherung. Schöne NH-Sicherung, 250 Ampere. Gute Dinger. Hast du so einen Handschuh mit so einem Lederdings? Hakst da ein und dann musst du die rausziehen. Wenn du es so langsam ziehst, ziehst du einen Lichtbogen. Haben wir damals gemacht? Auf Arbeit. Ja, wir schon gearbeitet, bevor ich großer Rap-Star war. Was ist denn da? Muss mal schnell heimlich Wasser trinken. Ich hab zu wenig getrunken. Gian, was ist denn? Was soll ich nicht? Was machst du da? Du bist bei Finch, Alter. Du bist nicht mehr Mark Forster. Digga, ich muss doch mal ein bisschen Wasser trinken, sonst dehydriere ich. Geh, geh, geh. Geh, verpiss dich. Du bist raus.
Weißt du mal warum? Wollt ihr mal ein bisschen was für ein Content machen? Haben wir alle, ja? Ich muss gleich wieder Pokémon spielen, macht denn? Ein wärst du merken heute auf der Bühne, ich werde die ganze Zeit den Arm eher unten halten, weißt du? Beziehungsweise mit dem Arm so ein bisschen, also mit. Eigentlich halte ich immer das Mikrofon rechts und mit links Arm, weil ich immer Angst habe, dass ich in irgendeiner falschen Bewegung mal den rechten Arm zu hoch hebe und dass einer mir einen Strick draus dreht. Urlaub war lange genug, 2 Tage. Heute Stuttgart. Stadt, die am längsten gebraucht hat, die eigentlich am wenigsten Bock hat wahrscheinlich auf Flinch. Zumindest der Innenkreis, die haben vielleicht Bock, außen nicht. Lass uns das Nötigste machen, jeder seine 100%. Auf euch, auf eine geile Viererrutsche. Oh, jetzt ist wieder Pokémon spielen. Ich spiel verrückt, wenn du mich küsst. Du wirst mich aus der Bahn. Der Puls schlägt kurz vor uns explodiert. Spürst du den Herzalarm? Kriegt erstmal eine schöne Drachenklaue in die Fresse. Ich hab 4 Sterne Marshall mal gerade gegen normales Rocket. Also Stuttgart, ey, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Schöne Gäste da gewesen. Es war tatsächlich krasser als erwartet dafür, dass das letzte ausverkauft war. Aber war super. Selbst oben auf den Rängen war selten so gut. Ja, und wir fahren jetzt nach Leipzig. Endlich wieder ab in der Heimat, endlich in den Osten, Alter. Endlich Heme. Muss ehrlich sagen, die ruhen sich meistens auch ein bisschen darauf aus, dass man sagt, der Osten, wir sind der Osten. Ich will da morgen so in Ostdeutschland durch die Halle schallen hören, Alter. Ihr Fenster. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nein, noch nicht der, du Idiot! Warum rennst du nicht weg? Was hast du gewonnen? Was? Ich spiele gegen Gianni, Mann. Ich spiele gegen Gianni. Ja, nee, wird lustig heute, Alter. Ist auf jeden Fall ein bisschen was verboten, so. Die haben ein bisschen mit Feuer und so, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. Ja, das ist alles immer ein bisschen nervig. Aber ansonsten von der Location sieht schon gut aus, ja. Wir hatten so was Gleiches in Hannover gehabt. Da haben die, sind die so doll gesprungen, dass der Oberwagen rangewippt hat. Ach so, Oberwagen ist auch mit. Ja, ja. Aber wie macht ihr? Pennt alle am Tourbus, wo ihr dann pennt? Willst du sehen? Da hinten sind Backstages von uns, da musste ich wahrscheinlich die ganze Zeit aufhalten, so vor zum Stellen und so. Dann haben wir hier Catering, falls man nachher was essen und so. Trinken hast du hier, aber auch hinten. Guten Morgen! Mahlzeit!
Also von außen, hast du jetzt schon gesehen von außen? Von außen habe ich gesehen, ich weiß gar nicht wo, wahrscheinlich auf Instagram oder so. Fahrt dann heute Abend noch weiter, oder? Ja, abends, direkt nach dem Auftritt. Aber ihr habt ja nicht jeden Tag einen Auftritt, oder? Fast. Wir hatten Berlin, dann hatten wir 2 Tage frei. Dann hatten wir einen 5er-Block, 5 Tage hintereinander, jeden Tag einen Auftritt. Ja, dann musst du ja immer nachts fahren, klar. Genau. Damit du wieder früh aufbauen können schon mal, ne? Genau. Aber eigentlich kannst du sagen, dass das, was wir jetzt machen, schon entspannt ist. Weil wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir anders verkauft. Wir haben erstmal natürlich auf Sicherheit gemacht und haben gesagt, pass auf, weil es war ja so schwer, Veranstaltungsbranche ist ja tot gewesen. Und dann musstest du erstmal Tickets nur verkaufen für Freitag, Samstag, eventuell Donnerstag und Sonntag. 2019 war es so, da hast du das alles so hingenommen. Ja. Hast du in den Konzerten gespielt, das war alles so selbstverständlich. Ja. Corona hat mir das so, hat dir das so wertschätzt, weißt du, wie das ist? Diese Wertschätzung, was man da lernt, was du wirklich hast. Und deswegen, ich liebe das einfach, das ist genau mein Leben. Ich liebe das, unterwegs zu sein. Wir sind ja trotzdem noch relativ aktiv, gehen zum Sport, machen unseren Spaß, trinken. Gestern waren Gäste hier, Heinevetter war gestern da und Tim Kleindienst hier, Fußballer aus der 2. Liga, am Trikot mit jemandem, haben sie gefreut. Das ist halt viel greifbarer, als wenn jetzt irgendein Instagram-Post raushaust und siehst so, das gibt dir nichts. Okay, 23.000 oder ja, auch da könnte 230.000 stehen. Das gibt mir nichts. Das ist halt nur eine Zahl. Genau, aber nächstes Jahr spielen wir ja nur keine Festivals. Ich spiele nächstes Jahr nur meine Open-Air-Tour und die ist halt großer. Berlin 17.000, Fuhlheide. Also ist dann nochmal ein anderes Maßstab. Da musst du dann auch, sag ich mal, die Quantität runterschrauben und die Qualität hochschrauben. Mhm. Das heißt, du spielst weniger Auftritte, dafür aber größer und qualitativ hochwertiger. Dann kannst du auch eine größere Produktion fahren. Dann kommst du mit 3 LKWs an und 5 Bussen und machst alles noch größer. Mehr Feuerwerk, mehr, weißt du, alles drumherum wird größer. Da kannst du natürlich mit der einen oder anderen Frau. Oh, mit Spiegel hier nach oben. Ja, perfekt. Ja. Als der Bus noch kleiner war, hatte ich vorne einen Raum, da war hier hinten sozusagen eine Chill-Lounge und vorne mein Raum, der war doppelt so groß. Da hattest du ein richtiges Bett drin und du konntest deinen Fernseher hoch und runter fahren. Musst dir vorstellen, hier ist vorne vom Bus und hier ist ein Fernseher, der runtergefahren werden kann und da kannst du rausgucken. Ah, hast du nach vorne auf die Straße quasi? Ja, hast du sozusagen richtig Fernseher, hast du eine Taste gedrückt, kam der Fernseher runtergefahren und konntest aus der Straße rausgucken. Das war natürlich episch. Davon bin ich auch diesmal ausgegangen und habe auch alle meine Taschen so gepackt. Ja, dann komme ich an und dann fällt mir ein, ja, wir sind ja viel mehr Leute, da musst du Platz sparen. Ich sag mal so, ist natürlich alles Luxus, den man nicht braucht. Für mich hier als Künstler, hier große Bettchen ist schon gut, weil sonst kannst du ja mal gucken. In so einem Ding pendelt ist natürlich auch. Ja. Also du hast, ich sag mal, du hast dein Ladekabel überall, du hast deine frische Luft, du hast dein Wasserbehälter. Das muss Handy. Im Kopf nach oben anknallen. Bei der ersten Tour habe ich auch in den Dingern gepennt. Wie gesagt, der Auftritt ist vorbei, Buscall ist immer so um 1.30 Uhr, 2 Uhr, steigen alle in den Bus ein und am nächsten Morgen, heute früh um 8 sind wir in Leipzig angekommen. Gestern in Stuttgart eingepennt. Fernseher, Playstation ist hier auch irgendwo drin. Dazu bist du ohne Playstation, kannst FIFA zocken, kannst chillen. Also du lebst halt in dem Ding. Aber ich find's geil. Aber Nature ist geil, sagst du. Ja, also Grönland ist halt super karg, ne? Also du hast halt jetzt im Winter, hast halt Felsen, Eis und Schnee. Das war's. Na hier, Nuuk. Hast du Nuuk? Warst du Nuuk? Ja, das war auf der anderen Seite. Ach so. Nuuk ist ja auf der Westseite, wir waren auf der Ostseite, kommen wir drüben in den Fjorden. Aber ist schon krass in den Fjorden, Eislandschaft, dies, das. Okay, und Tiere siehst du auch nicht so viel, wa? Wir haben super viele Spuren gefunden. Wir haben auch ganz frische Eisbärenspuren gefunden, 3 Stück und sowas. Da musst du aufpassen. Ja, wir waren ja. Das hast du ja die Wache gehabt. Ja, ja. Also kannst du aber schnell, gibt's ja immer schön. Ich fand's ja, find's ja immer so lustig auf deinem Profil, dann kommen die Kommentare dann immer mit dem Shitstorm. Ich find's ja immer lustig. Aber was ich mal fragen will, gibt da dieses eine Land, was so, ich glaube, ist, ich weiß nicht, ob das zu Russland zählt, ist so eine ganz große Insel rechts, Kamtschatka, wo nur Wildnis ist, wo du auch deine Rechte irgendwie, ich glaube, wenn du da hingehen willst, musst du irgendwo unterschreiben, weil da so viele nicht zurückkehren. Das ist so eine Halbinsel. Das ist Kamtschatka, meinst du bestimmt. Wenn die Russen, aktuell, achso, ist da, kannst du da nicht? Russland ist ja gerne, ich wäre gerne auch gerne mal nach Russland und Moskau und den ganzen Scheiß, aber ich glaube, ich gerade ein bisschen schwierig da rein. Ja. Gestern in Stuttgart, sag ich dir so wie es ist, da hätten 7 oder 8 reingepasst. Die haben uns bei 5-3 war vorbei. Stimmt. Natürlich stehen die aber auch immer bei uns anders. Bei einem normalen Konzert stehen die Leute ja auch so. Mhm. Bei uns stehen sie ja so. Ja, also wirklich, das war, hinten hattest du noch frei, aber weil die auch alle nach vorne gedrückt haben, V. Ist Heimspiel quasi für einige von uns und für alle eigentlich Heimspiel, so Ostdeutschland und so, wisst ihr. Also lass mal gucken, was das wird. Also, lass uns Sachsen zeigen, wer wir sind. Future love.
heute geil. Was mich ein bisschen genervt hat, Alter, war der Ene Verkacker da. Und Eigenstände Norman ist zu spät bei Rave Relief. Nee, bei Gamma Girl am Ende. Ey, aber doll. Also wirklich, wer zwischendurch im Moshpit aufsetzt, der hat auf jeden Fall was. Ja, du hast ja ein paar Songs zum Atmen gelassen. Wenn du so fleißig warst, hast du den Durst. Boah, geil. Natürlich voll Moshpit. Was mir aufgefallen ist, du hast so 5-6 Leute, die sich einmal nicht mehr konnten fallen lassen haben. Es waren immer die gleichen, die auf dem Boden lagen, aber nicht, weil irgendwie überrannt hat, sondern weil ich einfach so, ich kann nicht mehr, lass mich mal fallen. Da waren wirklich welche dritte, vierte Reihe. Ich sehe so, hinter denen ist frei und die stehen so vorne dran. Und ich so, rutsch doch mal da hinten. Und ich so, ja, aber rutsch doch mal, geh noch näher ran. Ich check's nicht. Die sagen Abbruch, Abbruch, Abbruch. Auf immer, ich hab mein Handy verloren. Ja. Digga, also ey, wenn ich mit Handy durch, dann hab ich's ja irgendwo in der Hand. Da war ich damals, wo ich immer, wo weiter mein Moshpit gewesen, bei Festivals und so, oder bei KIZ und so, wo ich mal Moshpit war, oder bei UFO, war ich damals im Moshpit gewesen. Und so, Moshpit, UFO, so Kids, die so. Kann er nicht früher, aber die waren halt Kids. So. Und da war so ein Moshpit, so Kids Moshpit. Wie so, ey Finch, können wir ein Foto machen? Batsch, Handy weggetreten. Ey, da wird mein Fuß auf. War geil. Aber ich mach wieder auf Festivals, geh ich immer gerne undercover Moshpit. Sonst immer du, ja. Du kannst das keiner kann, sonst immer du, ja. Den Boden.